dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute erwarte ich euch in einem Hoodie, leider nur. Ich habe es einfach nicht über mich gebracht, mir irgendwas Schickeres anzuziehen. Es ist so kalt hier drin und ich fühle mich ein bisschen krank und deswegen hoffe ich, ihr seht mir das nach, dass ich heute einfach nur ein Hoodie anhab. Daumen nach oben für Hoodie-Liebe. Yay! Das heutige Video ist wieder ein Mordfall-Video und in diesem Video geht es um den traurigen Fall von Emma Walker. Im November 2016 war Emma Walker gerade 16 Jahre alt. Sie lebte zusammen mit ihrem Bruder und ihren Eltern in Knoxville in Tennessee. Außerdem war sie eine Cheerleaderin, sie war unglaublich beliebt und ein sehr, sehr hübsches Mädchen, aber sie war auch bodenständig und freundlich zu allen, denen sie begegnet ist. Ihre Mutter sagt, ihr Lachen war einfach total ansteckend und sie soll auch einen sehr guten Sinn für Humor gehabt haben. Emma war nicht nur eine beliebte Cheerleaderin, sie war auch Einserschülerin und hat sich sehr in der Schule engagiert, denn es war ihr wichtig, dass sie einen guten Abschluss machen konnte, damit sie später ihren Traumberuf erreichen konnte, Säuglingskrankenschwester, und nebenher arbeitete sie auch noch ehrenamtlich in einem Tierheim. 2014 lernte Emma Riley Gowell kennen und sie verliebte sich sofort in ihn. Er war ein gut aussehender Footballspieler, 2 Jahre älter als sie, und die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr gut. Das einzige Problem war, dass Riley eigentlich schon eine Freundin hatte und mit der machte er dann Emma zur Liebe Schluss. Allerdings hatte er wohl weiterhin noch Kontakt mit ihr und ist dann sogar mit ihr auf seinen Prom gegangen und nicht mit Emma. Und das hat sie wohl schon sehr verletzt, aber irgendwie sind sie dann immer wieder zusammengekommen. Insgesamt waren die beiden 2 Jahre lang mit verschiedenen Unterbrechungen zusammen, bis Riley dann 2016 seinen Schulabschluss gemacht hat und aufs College gegangen ist, das eine halbe Stunde von dem Heimatort von Emma entfernt war. Riley hatte vorher bei seinen Großeltern gelebt und er hatte sich sehr in seiner Kirchengemeinde engagiert. Wie schon gesagt, er war auch Footballspieler und er soll ein unglaublicher Star Wars-Fan gewesen sein. Alle dachten von außen, dass Emma und Riley eigentlich eine sehr gute Beziehung hatten, aber Eifersucht hat da wohl von beiden Seiten immer ein bisschen reingespielt. Und nachdem Riley dann aufs College gegangen ist, hat Emma sein Social Media noch mehr, naja, überwacht, sich angeguckt, als sie das vorher schon gemacht hatte, und hat festgestellt auf Snapchat, dass er unglaublich viele Fotos und Videos mit anderen Mädchen gemacht hat, viel mit anderen Mädchen rumgehangen hat. Und am Ende hat sie ihm dann einfach nicht mehr genug vertraut und sie hat die Beziehung beendet. Nach der Trennung wollte Riley wohl immer wieder so ein bisschen Kontakt mit Emma aufnehmen und sie haben wohl auch miteinander geschrieben, aber Emma hatte eigentlich mit der Beziehung abgeschlossen und sie wollte es einfach nicht noch einmal mit ihm probieren. Er war ja jetzt auch weg auf dem College, auch wenn das nur eine halbe Stunde entfernt war. Und Anfang November gab es dann wieder ein Footballspiel, das einheimische Team gewonnen hatte. Und da ist Emma dann als Cheerleaderin, aber auch als Freundin von einigen von den Footballspielern, damit auf eine Party gegangen, um diesen Sieg zu feiern. Und während sie auf der Party war, hat sie dann seltsame SMS bekommen. Und in diesen SMS standen so Sachen wie, wir haben Riley entführt. Und ja, eben immer wieder, dass sie ihn entführt hätten. Und dann hat sie irgendwann einen Anruf gekriegt auf dieser Party, wo sie dann Riley hat schreien hören im Hintergrund, also um Hilfe schreien hören und ihren Namen schreien hören. Und dann hat sie sich mit ihren Freunden ins Auto gesetzt und ist losgefahren zu diesem College von Riley und dort haben sie ihn dann aufgefunden und er war wohl nicht verletzt oder sowas, er war wohl irgendwie nur ein bisschen verwirrt und Emma ist davon ausgegangen, dass das Ganze einfach nur, ja, ein Scherz war oder eine Falle war, um sie dahin zu locken, und hat ihn angeschrien und war danach richtig, richtig sauer auf Riley und wollte eigentlich gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wenige Tage später ist Emma dann mit dem Auto nach Hause gekommen. Ihre Eltern waren gerade nicht da, ihr Bruder auch nicht. Und in ihrer Straße ist die ganze Zeit ein Mann auf und ab gelaufen, der einen dunklen Hoodie trug und eine schwarze Jacke, und sie konnte sein Gesicht nicht richtig erkennen und sie meinte auch, ihn vorher noch nie gesehen zu haben. Sie ist dann ins Haus gegangen und dieser Mann ist dann immer ums Haus rumgeschlichen und hat schließlich sogar versucht, die Tür aufzubrechen. Er hat richtig dran gerüttelt und Emma hat dann Panik bekommen und das Erste, was sie getan hat, war Riley anzurufen und ihm zu sagen, ich bin zwar immer noch unglaublich sauer auf dich wegen dieser ganzen Entführungsgeschichte, die du da gefaked hast, aber ich habe wirklich Angst und ich möchte, dass du herkommst. Er ist dann auch zu ihr nach Hause gekommen, er hat das Haus und die Nachbarschaft abgesucht, aber der Mann war nirgendwo mehr zu finden und Emma war ihm wohl auch einfach dankbar dafür, dass er gekommen ist, um nach ihr zu sehen, aber sie hat ihm dann nochmal zu verstehen gegeben, ich bin immer noch sauer und ich will immer noch keine Beziehung. Diese ganzen Ereignisse haben Emma bestimmt Angst gemacht, aber sie hat sich davon nicht abhalten lassen, dann das Haus weiterhin zu verlassen, und sie ist am 20. November 2016 mit ihrem Vater dann auch noch Eis essen gegangen,
hatte einen schönen Tag mit ihrer Familie und war den Rest des Tages einfach zu Hause. Hat ihren Eltern dann auch gesagt, dass sie früh schlafen gehen wollte, denn es war Sonntag und am Montag musste sie ja wieder zur Schule. Da hat sie sich ja auch viel Mühe gegeben und deswegen hat sie dann früh ihren Eltern gute Nacht gesagt und ging in ihr Schlafzimmer. In der Nacht vom 20. auf den 21. November, also in dieser Nacht, wurde ihr Vater mitten in der Nacht wach, weil er etwas hörte, was für ihn klang, als ob jemand eine Tür knallte. Und er dachte, es wäre jemand im Haus. Er hat das Geräusch zweimal gehört. Und er ist dann erst in das Schlafzimmer von Emmas Bruder gegangen, dann in das von Emma und beide lagen in ihren Betten und es sah aus, als wäre alles in Ordnung, als würden sie einfach schlafen. Und deswegen hat er gedacht, okay, vielleicht kam das Geräusch doch von draußen oder ich habe es mir eingebildet oder wie auch immer. Und er ist wieder ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen ist ihre Mutter dann früh aufgestanden, um Emma und ihren Bruder zu wecken für die Schule, damit sie sich fertig machen konnten. Und als sie dann in Emmas Zimmer gekommen ist und nach Emma gerufen hat, hat Emma nicht reagiert. Und sie ist dann auch zu ihr ins Bett gegangen, aber Emma ist einfach nicht wach geworden. Und ihre Mutter hat dann so ein bisschen Panik bekommen, hat gemerkt, dass Emma nicht atmet und hat dann nach ihrem Puls gefühlt. Und Emma hatte auch keinen Puls. Daraufhin hat ihre Mutter dann den Notruf gewählt. Sie war natürlich unglaublich aufgelöst. Sie wusste überhaupt nicht, was passiert war. Und ich finde, das ist immer am schlimmsten zu hören. Gerade wenn eine Mutter ihr Kind findet und es nicht atmet und keinen Puls hat. Das kann man sich, glaube ich, einfach gar nicht vorstellen. Die Polizei ist dann auch relativ schnell zu dem Haus gekommen und erstmal standen alle vor einem Rätsel, denn keiner wusste, woran Emma jetzt genau gestorben war. Es gab erstmal keine genauen Anzeichen. Auf ihrem Kissen war ein kleiner Fleck, den sie zuerst für Erbrochenes gehalten haben. Später stellte sich heraus, dass es Blut war, allerdings wirklich nur ein ganz kleiner Fleck. Und ja, zunächst wusste man eben nicht, woran Emma gestorben war. Es sprach sich dann auch sehr schnell rum, was geschehen war unter ihren Freunden und die Nachricht hat dann auch Riley erreicht, der dann direkt auf Facebook gepostet hat, wie unglaublich traurig er war, dass sein Herz gebrochen sei, dass er Emma so geliebt habe und sie immer lieben werde und dass sie das nicht verdient hatte. Aber es war zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht klar, woran Emma gestorben ist und das hat die Gerüchteküche dann so ein bisschen angeheizt und die Leute haben darüber diskutiert, ob sie vielleicht Drogen genommen hätte, wo ihre Freunde sagen, auf gar keinen Fall, Emma hätte niemals Drogen genommen, ob sie sich selbst vergiftet hätte, ob sie einen Hirnschlag gehabt hätte oder irgendwie sowas und da gab es unglaublich viele Theorien zu und das Rätsel konnte erst gelöst werden, als sich die Leiche genauer angeguckt wurde. Da wurde dann festgestellt, dass Emma tatsächlich eine Einschusswunde hatte, direkt über ihrem Ohr und sie haben dann auch, nachdem sie sich die ganze Szenerie nochmal angeguckt haben, festgestellt, dass direkt neben dem Bett von Emma in der Wand ein Loch war, ein Einschussloch, das sie am Anfang wohl nicht gesehen hatten oder übersehen hatten. Und da war es relativ schnell klar, jemand hat von draußen geschossen in das Haus und hat Emma damit getroffen. Diese Theorie wurde dann auch nochmal bestätigt, als sich dann der Garten, der hintere Garten angeguckt wurde. Da hat man dann auch Patronenhülsen gefunden und deswegen stand relativ schnell fest, irgendjemand hat sich von außen an die Wand gestellt und durch die Wand in Emmas Zimmer in ihren Kopf geschossen und sie damit getötet. Und das war natürlich für ihren Vater unglaublich schlimm, denn er hat diese Schüsse ja gehört, er hat dieses Geräusch gehört, aber er sagt, es hat überhaupt nicht geklungen wie eine Schusswaffe, sondern wirklich einfach, als ob jemand eine Tür knallt. Und er hat ja sogar nach Emma gesehen und sie sah einfach so aus, als würde sie schlafen. Und deswegen konnte er ihr nicht helfen. Die Polizei befragte natürlich erstmal die Familie von Emma und ihre Freunde und sie erfuhren dann auch von diesem schwarz gekleideten Mann, der Emma da irgendwie bedrängt hat und versucht hat, ins Haus zu kommen. Und sie haben sogar Überwachungskameras gefunden aus der Nachbarschaft, die diesen Mann aufgezeichnet haben. Aber sie konnten das Gesicht nicht genau erkennen, das war sehr schlechte Qualität. Und sie hatten auch keine genauen Ansatzpunkte, wer dieser Mann jetzt genau gewesen sein konnte. Sie haben sich dann mit ihren Freunden weiter unterhalten und die haben ihnen dann erzählt, dass Riley, Emmas Ex-Freund, tatsächlich wohl sehr, sehr kontrollierend war, dass er immer wissen musste, wo sie war, dass er eigentlich immer dabei sein musste und wenn sie mal ohne ihn irgendwo hingefahren ist, dann hat er sie ständig angerufen, ihr SMS geschrieben und so weiter und dass er mit der Trennung wohl auch sehr, sehr schlecht klargekommen ist. Das haben auch Rileys Freunde bestätigt. Die Polizei hat daraufhin dann auch Riley befragt und der hat immer wieder gesagt, er hätte Emma nie etwas angetan. Er ist unglaublich unglücklich, dass sie tot ist und er hofft, dass sie ihn nicht verdächtigen. Und er hatte der Polizei auch gesagt, denn die hatten von dieser ganzen Entführungsgeschichte gehört, dass das tatsächlich nicht ausgedacht war und dass das wirklich so stattgefunden hätte. Zwei Typen wären mit ihrem Van vorgefahren, sind ausgestiegen, haben ihn überfallen und in ihr Auto gezogen und hätten ihn dann gefragt,
wer die Person sei, mit dem er als allerletzte sprechen wolle, bevor sie ihn umbringen würden quasi. Und er hätte dann Emma gesagt und deswegen wurde Emma angerufen. Aber er hätte auch nicht genau sagen können, warum diese Männer das getan haben sollten. Er sagte auch, dass er Emma hatte helfen wollen wegen diesem Mann, der da schwarz gekleidet durch die Nachbarschaft gelaufen war und hat wohl so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es diese Person vielleicht hätte sein können, dass Emma unbedingt von Riley hat beschützt werden wollen und er deswegen dahin gefahren wäre und dass die beiden immer noch gut in Kontakt gestanden hätten und dass sie sogar in dieser Nacht von Sonntag auf Montag, in der Emma dann gestorben war, noch telefoniert hätten und Emma ihm gesagt hätte, dass sie ihn als Menschen und als Person noch sehr lieben würde und er auch sehr wichtig sei, aber dass sie die Beziehung nicht mehr wollen würde. Was in diesen Befragungen sehr seltsam war, war, dass Riley immer wieder, wenn er über Emma sprach, nicht ihren Namen verwendete, sondern the girl, also das Mädchen sagte, oder the girl that passed away, also das Mädchen, das gestorben ist. Und das fanden die Polizisten sehr seltsam und sie haben dann auch ein paar Mal nachgehakt, von welchem Mädchen redest du? Und er hat dann gesagt, das Mädchen, das gestorben ist. Und sie haben gesagt, wie ist ihr Name? Und er hat gesagt, Emma. Es fiel ihm wohl sehr schwer, ihren Namen auszusprechen. Er hat das wohl so ein bisschen damit begründet, dass er so verliebt in sie war. Aber den Polizisten kam das direkt sehr, sehr seltsam vor. Und als sie dann auch noch mit der Familie von Emma gesprochen hatten, stellte sich heraus, dass auch die sagten, Emma wurde sehr stark von Riley kontrolliert. Riley wollte sie so ein bisschen isolieren und abschotten von dem Rest ihrer Familie und von ihren Freunden und hat wohl die Eltern auch immer so ein bisschen schlecht geredet, hat gesagt, deine Eltern sind furchtbar, die lieben dich eigentlich nicht, dein Bruder liebt dich eigentlich nicht und ich bin die einzige Person, die dich liebt und auf die du dich verlassen kannst. Und sie sagen, dass für sie das eigentlich eine ziemliche Erleichterung war, als die beiden dann Schluss gemacht hatten, endgültig, als Emma endgültig gesagt hat, ich will keine Beziehung mehr mit Riley. Denn sie hatten schon mehrfach versucht, den Kontakt irgendwie zu unterbinden, ohne Erfolg. Und sie hatten auch das Gefühl, dass Emma sehr viel gelöster war, nachdem sie sich dann von Riley getrennt hatte. Im Mittelpunkt der Ermittlungen standen jetzt also Riley und dieser mysteriöse Mann, der da auf der Überwachungskamera gesehen worden war und der an Emmas Tür gerüttelt hatte. Und als sie dann auch die Nachbarn befragt hatten, ob irgendjemand diesen dunkel gekleideten Mann gesehen hatte, sagte eine Nachbarin, die auch befreundet war mit Emma, die auch auf die gleiche Schule ging und ihren Freundeskreis kannte, sie hätte diesen Typen gesehen. Und sie hätte zwar sein Gesicht nicht gesehen, aber von der Art, wie er ging, von dem Auto, das er fuhr und von seinem ganzen Gebaren, glaubte sie, dass es Riley war. Und dass Riley Emma wahrscheinlich einfach Angst machen wollte. Und das fand die Polizei schon sehr, sehr seltsam. Was noch viel seltsamer war, war, dass der Großvater von Riley, bei dem er ja gelebt hatte in seiner Schulzeit, einen Tag vor der Ermordung von Emma bei der Polizei gemeldet hatte, dass eine von seinen Schusswaffen verschwunden war, dass sie ihm gestohlen worden war. Das war eine 9mm Glock und das war genau das gleiche Kaliber, mit dem Emma auch erschossen wurde. Und jetzt deutete natürlich alles auf Riley hin. Riley erzählte dem Polizisten, dass er nichts mit dem Verschwinden von der Waffe seines Großvaters zu tun gehabt hätte, dass er nicht mal gewusst hätte, wo sein Großvater diese Waffe aufbewahrte. Er hat dann auch mit seinen Freunden, mit seinen besten Freunden Alex und Noah darüber gesprochen und die haben ihn eigentlich die ganze Zeit unterstützt. Alle Leute hatten auch irgendwie ein bisschen Mitleid zuerst mit ihm wegen der Sache mit Emma, obwohl Emmas engste Freunde die ganze Zeit vermuteten, dass er was damit zu tun hatte. Aber Alex und Noah hatten die ganze Zeit noch versucht, Riley irgendwie zu unterstützen und sie wollten auch nicht glauben, dass er irgendetwas damit zu tun hatte. Er hat den beiden dann auch erzählt, dass er mit Emmas Verschwinden nichts zu tun hatte, aber er vertraute ihnen an, dass er tatsächlich die Waffe von seinem Großvater genommen habe und dass er diese jetzt verschwinden lassen müsse, denn falls die Polizei diese Waffe bei ihm finden würde, dann würde natürlich alles darauf hindeuten, er hätte Emma umgebracht. Und er behauptete steif und fest aus seinen Freunden gegenüber, dass dem nicht so war. Für Alex und Noah war es jetzt sehr schwer, das noch irgendwie zu glauben. Sie hatten wohl bis zu diesem Zeitpunkt fest daran glauben wollen, dass Riley nichts damit zu tun hatte. Das Ganze war für die beiden dann doch ein bisschen zu viel und sie sind dann direkt zur Polizei gegangen und haben das gemeldet und haben gesagt, wir glauben, unser Freund Riley hat vielleicht doch etwas damit zu tun. Riley hatte Alex und Noah darum gebeten, ihm dabei zu helfen, die Waffe verschwinden zu lassen und das haben sie den Polizisten auch erklärt und die haben dann gesagt, gut, wunderbar, wir verkabeln das Auto, wir verkabeln euch und wir werden ihn auf frischer Tat quasi dabei ertappen, wie er versucht, diese Waffe verschwinden zu lassen und dann können wir ihn festnehmen. Und da haben Alex und Noah dann wohl auch mitgemacht. Sie haben sich dann verkabeln lassen. Es gab dann eine Tonübertragung und eine kleine Kamera, die auch an der Jacke
von einem der Jungs angebracht wurde. Und damit konnte die Polizei dann so überwachen, was passierte. Und in dem Moment, in dem dann Riley die Waffe auspackte, sollte einer von ihnen ein Codewort an die Polizisten schicken. Und dann wollten diese zugreifen und Riley festnehmen. Riley ist dann an dem Abend zu Noah nach Hause gekommen und hat sich erstmal ein bisschen mit ihnen hingesetzt und hat sich mit ihnen unterhalten. Und sie haben ihm dann nochmal gesagt, dass es ihnen furchtbar leid tut, dass Emma gestorben ist. Und er hat daraufhin gesagt, er könne gar nicht so richtig um Emma trauern, weil er solche Angst hätte, dass die Polizei ihn für etwas drankriegen würde, was er nicht getan hätte. Er hätte Emma nichts angetan, er hätte mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und daraufhin hat ihn dann einer der beiden gefragt, aber warum gibst du der Polizei dann nicht einfach die Waffe? Warum sagst du ihm nicht einfach, dass du es nicht warst und kommst von dir aus mit der Waffe an und sagst, warum du die hast? Und daraufhin hat Riley keine richtige Antwort gegeben. Er hat nur immer wieder gesagt, die Waffe muss verschwinden, die Waffe muss verschwinden. Und wenn ich sie in den Tennessee River werfe, dann werden sie die Waffe niemals finden und dann bin ich raus aus der Nummer. Und er hat den beiden dann immer wieder so ein bisschen erzählt, wie sehr er sich auf sie verlassen würde und dass alles von ihnen abhängen würde, wie sehr er ihnen vertrauen würde und so weiter. Und hat wohl so ein bisschen auch versucht, sie damit zu beeinflussen. Aber er wusste natürlich nicht, dass beide schon verkabelt waren und das Ganze sowieso schon der Polizei gemeldet hatten. Sie haben sich dann mit Riley ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Auf der Fahrt hat die Polizei tatsächlich zwischenzeitlich irgendwie das Signal verloren und sie haben sie auch aus den Augen verloren. Hatten erst super Panik, weil natürlich hat man jetzt Riley in dem Auto mit seinen beiden besten Freunden, die ihn verraten hatten, und Riley hatte die Waffe dabei, die hat er die ganze Zeit in eine Tüte eingewickelt. Sie haben sie dann wiedergefunden an einem Fastfood-Restaurant, da haben sie dann nämlich sich noch was zu essen geholt. Hinterher auf die Frage, warum sie das gemacht hatten, warum sie nicht direkt mit Riley zu diesem Fluss gefahren waren, haben sie dann gesagt, er war immer noch unser bester Freund und wir wollten nochmal so einen normalen Moment mit ihm haben, bevor er dann ins Gefängnis kommt und wir ihn nie wiedersehen werden quasi. Sie sind dann weitergefahren mit Riley bis zu dem Punkt, wo er dann eben die Waffe ins Wasser werfen wollte. Das Auto haben sie auf dem Parkplatz einer Wohnanlage geparkt, die eigentlich komplett abgezäunt war und mit einem großen Tor, ja, abgeriegelt war von außen. Und da gab es einen Code, den man eingeben musste, aber Alex wusste den Code, denn er hatte wohl als Lieferant da mal gearbeitet und musste da immer mal Sachen hinbringen, deswegen wusste er den Code für dieses Tor. Sie sind reingefahren, haben das Auto geparkt. Das Problem war bloß, was wohl niemand bedacht hat, dass die Polizisten natürlich diesen Code nicht wussten und nicht durch dieses Tor kommen konnten. Und sie haben dann das Auto geparkt und Riley hat dann die Waffe aus dieser Tüte rausgezogen. Daraufhin haben sie dann den Polizisten auch direkt das Codewort geschickt und haben gewartet und es ist nichts passiert. Es ist mehrere Sekunden lang nichts passiert und dann ist sogar mehrere Minuten lang nichts passiert. Und sie haben wohl wirklich Angst bekommen, dass die ganze Sache entweder auffliegt oder dass Riley es schafft, die Waffe in den Fluss zu werfen, also auszusteigen aus dem Auto, die Waffe in den Fluss zu werfen und dann wäre der ganze Plan umsonst gewesen. Und sie haben dann da eine Weile gesessen und dann irgendwann hat einer von ihnen dann einfach reagiert. Alex hat Riley dann einfach die Waffe aus der Hand genommen und hat so getan, als ob er irgendwie staunt, dass er diese Waffe hat. Und dann irgendwie gesagt, oh wow, das ist ja eine echte Waffe, krass, heftig, irgendwie um Zeit zu schinden wohl. Er konnte es hinterher auch nicht so richtig erklären. Noah sagt, er saß hinten im Auto und hat sich total erschrocken und dachte, oh Gott, was macht er da? Und Alex meinte, er wollte einfach irgendwie, es war eine Impulshandlung, er wollte irgendwie das Ganze rauszögern. Riley ist davon wohl sehr aggressiv geworden und hat Alex dann die Waffe wieder aus der Hand gerissen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei es dann tatsächlich durch das Tor geschafft und sie haben dann das Auto gestürmt und haben Riley festgenommen und ihn dann ins Gefängnis gebracht. Also es ist gerade nochmal gut gegangen, aber es hätte natürlich auf so vielen Ebenen einfach schief laufen können. Und dass Alex und Noah sich das getraut haben, das ist wirklich sehr, sehr krass. Und da hat die Polizei wohl auch erst nicht mit gerechnet, dass seine beiden besten Freunde zur Polizei kommen und direkt sagen, wir tun jetzt das Richtige und wir sagen, wie es ist, und dann dieses Risiko eingegangen sind. Riley ist dann angeklagt worden, Mord ersten Grades begangen zu haben, und er plädierte zunächst auf nicht schuldig. Riley behauptete auch, dass er diesen Mord gar nicht hätte begehen können, selbst wenn er dazu in der Lage gewesen wäre, weil er gar nicht vor Ort war. Er wäre nämlich zu Hause gewesen, auf dem Campusgelände, in seinem Auto und hätte geweint, weil die Trennung ihn so mitgenommen hätte. Und der Campus war ja, wie gesagt, eine halbe Stunde entfernt
von dem Haus von Emma. Und er sagt, er wäre dann erst um 4:30 morgens hochgegangen in sein Zimmer und sein Mitbewohner hätte ihn dann noch darauf angesprochen, warum er so spät erst nach Hause gekommen wäre. Später stellte sich dann heraus, anhand von Handy- und GPS-Daten, dass er durchaus in der Nähe von Emmas Haus war und nicht auf dem Campusgelände. Und daraufhin änderte die Verteidigung dann so ein bisschen die Story und sie meinten, ja, Riley war an dem Haus und ja, er hat geschossen. Aber er hätte nicht geschossen, um Emma umzubringen, er hätte geschossen, um Emma Angst zu machen und deswegen ja auch diese ganze Entführungsgeschichte, das wäre tatsächlich ein Fake gewesen, er wäre nicht der Mann in Schwarz gewesen, das wäre irgendjemand anders gewesen, nicht Riley, aber ja, er hätte quasi geschossen, damit Emma Angst bekommt und sich bei ihm meldet und er dann wieder den Helden spielen kann und sie sich dann eventuell wieder in ihn verliebt. Und er hätte nicht gewusst, dass wenn er in die Wand schießt, dass die Kugel dann durch die Wand geht und Emma tatsächlich verletzen könne. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass das Blödsinn ist, denn er stand so nah an der Wand dran, dass er hätte wissen müssen, dass die Kugel da durchgeht und er hätte ja auch einfach in die Luft schießen können oder in ein Fenster oder in den Boden, einfach so, dass sie nur den Schuss hört und nicht irgendwie in Gefahr kommt, aber sie meinten, das hätte er eigentlich wissen müssen, dass er sie treffen musste und da er wirklich ja genau auf der Höhe von ihrem Bett stand und da geschossen hat, glauben sie, dass es Absicht war und sie sind auch dabei geblieben, dass es Mord ersten Grades war. Im Mai 2018 hat er dann das Urteil von der Jury bekommen, die haben ihn für schuldig befunden im Mord von Emma Walker und im September 2018 gab es dann die Straffestsetzung und die wurde auf lebenslang gesetzt. Nicht nur für den Mord an Emma, sondern auch für Stalking, dafür, dass er die Waffe geklaut hatte, dafür, dass er die Waffe hatte verschwinden lassen wollen und so weiter und so fort. Zum Zeitpunkt seines Urteils war Riley 20 Jahre alt und es wurde festgesetzt, dass er erst nach 51 Jahren die Möglichkeit auf Bewährung hat. Das heißt, er wird mindestens sitzen, bis er 71 Jahre alt ist und die Staatsanwaltschaft hatte sogar noch einen Antrag gestellt, dass das Urteil noch höher ausfallen solle, dafür eben, dass er Stalking und so weiter begangen hatte. Das hat er dann nicht bekommen, also da gab es nicht nochmal irgendwie ein extra Urteil oder eine extra Zeit, die obendrauf gesetzt wurde. Es blieb bei lebenslang mindestens 51 Jahre bis zur Bewährung, weil der Richter gesagt hat, das ist eigentlich schon eine Strafe, die hoch genug ist für diesen jungen Mann. Riley hat sich im Gerichtssaal dann nochmal bei der Familie von Emma entschuldigt. Er hat zu ihnen gesagt, I'm sorry I took Emma away from you. I loved Emma. There's not a day that goes by that I don't think about her or what I did. Also es tut mir leid, dass ich euch Emma weggenommen habe. Ich habe Emma geliebt und kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke oder an das, was ich getan habe. Aber auch hier gibt es wieder Stimmen, die sagen, dass Riley das nicht wirklich ernst gemeint hat und sogar, dass es Beweise dafür geben soll, dass er das irgendwie geübt hat vom Telefon aus dem Gefängnis und wohl mit Leuten darüber gesprochen hat, dass er diese Entschuldigung quasi machen muss, damit er vielleicht die Möglichkeit bekommt, früher rauszukommen. Aber das ist sehr häufig so bei diesen Entschuldigungen, dass sie nicht richtig ernst genommen werden und ich glaube, es ist auch schwierig für uns, das zu beurteilen wahrscheinlich, ob Riley das jetzt wirklich so gemeint hat oder nicht. Ja, Emmas Familie und ihre Freunde leiden natürlich bis heute furchtbar unter dem Verlust von Emma, aber sie wurde an vielen Stellen in ihrer Stadt verewigt. Es gibt jetzt ein Stipendium, das nach ihr benannt wurde, ein Hundepark, der nach ihr benannt wurde, denn sie hat sich ja in ihrer Freizeit ehrenamtlich für Tiere eingesetzt im Tierheim und außerdem wurde ein Behandlungszimmer in einer Kinderklinik auch nach Emma benannt, so ein bisschen in Anlehnung an ihren Berufswunsch, den sie ja für später hatte. Ja, das war der Fall, von dem ich euch heute erzählen wollte. Wieder ein sehr, sehr tragischer Fall. Ich weiß noch, dass ich das damals viel über Facebook und andere Social Media Seiten mitbekommen habe. Aber jetzt, wo ich mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, einfach wieder so ein unglaublich unnötiger und trauriger Fall. Egal, ob es jetzt Absicht war oder nicht. Für Emmas Familie ist es ein unglaublicher Verlust. Und gerade diese Beziehungstaten sind, glaube ich, immer was, wo man sich als Eltern fragt, hätte man da irgendwie einschreiten können, hätte man das merken müssen. Ja, was meint ihr dazu? Findet ihr, dass die Strafe für Riley gerechtfertigt ist und dieses, dass er erst nach 51 Jahren Bewährung kriegen kann, das heißt, dass er frühestens mit 71 aus dem Gefängnis kommt oder findet ihr die Strafe doch ein bisschen zu hart? Könnt ihr euch vorstellen, dass es wirklich nur war, um Emma Angst zu machen? Oder glaubt ihr wie die Staatsanwaltschaft, dass es schon eher nach Mord aussieht, auch weil er die Mordwaffe ja verschwinden lassen wollte, weil er so nah an der Wand stand und so weiter, hätte er auch in jede andere Richtung schießen können?
Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde es gerne mit euch diskutieren. Wenn das Video für dich interessant war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das mit einem Daumen nach oben zeigst, damit ich auch weiterhin solche Videos für euch produzieren kann. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe sehr, wir sehen uns dann alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.